wir machen hier jetzt mal einen Drucktest. Wir müssen also bis 0,8 müssen die aushalten. Was sagt das Ding hier? Ja, der ist also auch dicht. Die Ventile werden jetzt abgedruckt, ja, der ist auch drin in 0,8. Die sind ja auch meistens dicht, wenn du noch Ventildruck hast, ne? Federdruck. Ja. Und das ist auch in Ordnung. So, dann ist da noch Öl mit bei. Ja. Das ist soweit okay, ne? Ja. So, jetzt gesehen. So, jetzt werden mal die Ventilfedern rausgenommen. Ich komme oben, die Plättchen werden jetzt rausgemacht. Links und rechts ist ein Plättchen oben auf den Federn. Ja, die Maschine drückt das runter. Ja, einmal draufdrücken. Zack, dann werden die Plättchen rausgenommen. So funktioniert das. Ja, so eine Maschine hat natürlich nicht jeder. Ja, so geht das natürlich ein bisschen schneller. Da braucht man nicht rumfummeln und einer festhalten und dann zusammendrehen. Einmal runterdrücken, Plättchen rausnehmen, dann kann man oben den Teller abnehmen und die Federn abnehmen. So, der Chef sagt jetzt was? Die Ventilführung ist auf jeden Fall ausgeschlagen. Ja. Und dadurch zu viel Luft. Und das hat dann zur Folge. Fängt dann auch an hier oben. Ja. Ne? Ist auch Pitting schon drauf, weil der auch und der sitzt, der hämmert sich langsam rund. Ja. Ja. Könnten die Ventile denn jetzt noch bearbeitet werden oder müssen die neu? Nein, die kann man. Man muss jetzt gucken, ob die hier im Schaft wie die. Aber hier. Das heißt, Kante da oben. Ja. So, und da ist ja schon der Verschleiß drin. Ja. Das heißt also, das kann man. Hier ist eine Ventilschleifmaschine. Kann man das noch schleifen? Ja, nee, das nicht mehr, das ist kaputt. Das ist kaputt. Ach so, vom Schaft her. Ja, ist kaputt. Okay, gut, ich dachte, der sitzt mir nur schlecht. Nö. Ja. So, das spielt alles da rein, dass du so extrem viel hast. Aber was hat der jetzt gelaufen, der Kopf? Nicht viel, ich fahre nicht viel. Der Kopf ist aber so 7-8 Jahre, lass nur 20.000 gelaufen sein. Davon ja, 15.000 auf der Rennstrecke. Das war noch nicht alles. Auch Nockenwelle, Kipphebel, Ventilführungen, Ventilschaftdichtungen müssen erneuert werden. Der Druckdichtigkeitstest für den Zylinderkopf folgt erst noch, um zu überprüfen, ob Risse im Kopf sind.